Leute, wie geht's? Also, heute bringen wir mal den M3 auf Vordermann, beziehungsweise machen einen kleinen Service. Da habe ich jetzt einmal hier Öle gekauft. Motoröl verwende ich das Euroloop GT2. Dann Getriebeöl habe ich das 75W90 von Euroloop und Differentialöl werde ich das Castrol nehmen, einfach weil ich es noch da hatte vom letzten. Dann ganz normalen Ölfilter. Ja, ich würde sagen, schauen wir uns das Auto. Also ich kann euch empfehlen, das immer zu machen. Wie man sieht, das Öl einfach nur noch schwarz. Und man weiß nie, wann die Leute vorher einen Ölwechsel gemacht haben, ob sie ihn überhaupt gemacht haben. Oder empfehle ich einfach immer bei solchen Fahrzeugen, wenn sie für die Rennstrecke gedacht sind, den Ölwechsel sowie alle anderen Öle zu wechseln. Getriebeöl würde ich auch immer empfehlen, da das meistens nicht dokumentiert wird, wann. Außerdem kann das helfen, den ersten Gang oder den zweiten, also wenn irgendwelche Gänge mal nicht so gut reingehen sollten, kann das auf jeden Fall helfen. Differential würde ich es auch immer empfehlen zu wechseln, gerade wenn man eine Differentialsperre hat. Bei meinem alten 325er hat das extrem viel gebracht für die Sperrwirkung. Und hier habe ich auch das Gefühl, hier ist nur die serienmäßige 25% Sperre verbaut. Und da habe ich auch das Gefühl, dass diese nicht mehr so gut ist. Das gleiche hatte ich auch bei meinem alten. Und nach einem Ölwechsel fand ich, oder vielleicht, ich denke nicht, dass ich mir nur eingebildet habe, dass die Sperrwirkung sich wieder verbessert hat. Also Filter ist gewechselt, Öl ist raus. Jetzt hier das frische Öl. Der Motor braucht 5,5 Liter. Jetzt schütten wir hier einfach mal 5,5 oder ein bisschen weniger rein, 5,3 so ungefähr. Und dann schauen wir nochmal beim Ölmessstab nach. Okay, also Ölstand passt einigermaßen. Ich krieg noch ein kleines Schlückchen jetzt. Und dann bin ich jetzt auf den Motor gewechselt. Okay, als nächstes widmen wir uns mal dem Diff.
da empfehle ich immer erst die Einfüllschraube aufzumachen. Falls die Abflussschraube nicht aufgeht, dass man nicht einfach blöd dasteht und mit einem leeren Diff und gar nicht mehr fahren kann. Okay, hier beim Diff ist es interessant, wie das Öl ausschaut, ob da jetzt relativ viel Abrieb von den Lamellen dabei ist oder nicht. Ja, sieht man schon so schlieren und glitzert schon auch. Ich weiß nicht, ob man auf der Kamera erkennen kann, aber es glitzert schon ein bisschen. Hier oben sieht man es vielleicht. So, das ist einfach nur handfest zuziehen. Müsste reichen, kann man dann nochmal nachschauen, ob es sift oder nicht. Dann befüllen. Das ist natürlich jetzt hier so eine Sache. Ich habe jetzt hier diese Standarddosen und presse die einfach so zusammen, dass es oben rausläuft. Deswegen habe ich jetzt auch mal 3 Stück mitgenommen, weil man die nicht ganz leer bekommt. Das einfach voll machen, bis es oben rausläuft, also bis es wirklich randvoll ist. Und jetzt einfach zuschrauben. Auch hier wieder einfach nur handfest. Kann man ja dann nochmal überprüfen, ob es wirklich undicht ist oder nicht. Im Getriebe genau das gleiche. Hier muss ich mir jetzt nur noch schnell was überlegen, damit ich diese hier über dieses Loch einfüllen kann. Da ich jetzt keine so eine Spritze habe oder sonstiges, muss ich das irgendwie hier oben reinbekommen, da hier ziemlich wenig Platz ist. Mal schauen. Wieder erst die Einfüllschraube lose zu machen. Unbedingt wieder neu hernehmen, da die selbst abdichtend sind und konisch sind, ist das vorgeschrieben oder Pflicht eigentlich, dass man da neu nimmt. Auch wieder so voll machen, bis es überläuft und voll ist.